Die Now-Initiative bietet mir die Möglichkeit, aktiv mitzugestalten, Dinge zu verändern. Ich als junge Mutter und auch bereits zurück in den Job möchte selber einige Dinge in die Hand nehmen, was ich über eine solche Plattform wie die Now-Initiative machen kann. Sie ist eine von vielen Plattformen für mich. Ich möchte Vielfalt aktiv leben und dort ist Now ein wichtiger Baustein. Zudem ist es eine Community mit ähnlichen Menschen, die ähnliche Lebensfragen, vielleicht auch ähnliche Lebensphasen gerade durchlaufen. Und wir können uns dort austauschen und gemeinsam als Team stärker sein. Ich glaube, was die WTS richtig gut macht, ist, dass sie zuhören wollen, dass sie echt ein aktives Interesse daran haben, zu verstehen, was das Bedürfnis eines Mitarbeiters ist. Es zeigt sich auch darin, dass sie aktiv eine Kooperation mit einem PME-Service, zum Beispiel einem Familienservice, bereits ins Leben gerufen haben. Und wo, glaube ich, dass noch Handlungsbedarf besteht, ist zum einen die Unterstützung beim Wiedereinstieg, auch die Unterstützung beim Wiedereinstieg mit einem Kind unter 1, das aktive Leben auch von Teilzeitmodellen und vielleicht die Einverständnis auch, dass es okay ist, mittags um 2 zu gehen. Als erstes, nur um einen Einblick zu geben, habe ich ungefähr 5 Monate mich intensiv damit beschäftigt, einen Betreuungsplatz für unsere Tochter zu finden, in dem Fall die Betreuung zu Hause. Wir haben immer noch viel zu wenig Plätze für den Bedarf. Als zweites frage ich mich, was ist denn eine gute Führungskraft tatsächlich? Ist es jemand, der viel verfügbar ist, die ganze Zeit an seinem Handy ist, die ganze Zeit da ist? Oder ist es vielleicht jemand, der voll im Leben steht und der auch Berufliches und Privates miteinander verbinden kann und demnach vielleicht auch einen gesamthafteren Blick hat? Und als drittes glaube ich, dass wir auch in Unternehmen tatsächlich mehr über Karrierepfade uns Gedanken machen müssen. Wir müssen umdenken im Sinne von, was sind denn die Rollen, die zurückgekommene, vielleicht in Teilzeit zurückgekommene Väter und Mütter auch einnehmen können. Wir müssen über Teilzeitmodelle nachdenken, über Flexibilität nachdenken, über Jobsharing nachdenken und überlegen, wie wir das tatsächlich alles für die Person in dem Fall individuell angepasst vornehmen können. Als allererstes glaube ich, man sollte Spaß daran haben, was man tut. Man sollte Spaß daran haben, einen Gestaltungsraum zu betreten und einen starken Willen mitbringen, dort auch aktiv mitzugestalten und zu verändern. Als zweites, glaube ich, sollte man neugierig sein. Neugierig sein, Dinge anders zu tun, Mut zur Veränderung haben. Immer wieder sich selber und sein Umfeld zu hinterfragen. Man sollte Innovationen mitbringen. Und auch wenn man bei Mandanten vor ein Problem gesetzt wird, sich immer wieder überlegen, gibt es nicht doch eine andere Lösungsmöglichkeit, die heute noch keiner im Blick hat. Und als letztes musste ich auch erstmal lernen, muss man stolz drauf sein oder sollte man stolz drauf sein, auch Frau zu sein. Alles ist möglich. Ich glaube, als junge Frau muss man wissen, was man möchte. Man muss diese Bedürfnisse auch kommunizieren können. Und sich dann bewusst sein, dass man in diesem Raum selber gestalten kann. Und wenn man das macht, dann wird sich das Umfeld daran auch anpassen. Und es gibt wenig Grenzen, die einem auferlegt werden. Ich glaube, wir leben in einer phänomenalen Zeit, in der wir viel verändern können. Es ist noch nicht alles vorgekaut, aber wir müssen den Willen mitbringen, diesen Veränderungsweg aktiv mitzugestalten. Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen. Wir sitzen in einem Boot, wir sind ein Team und wollen uns gegenüber dieser Herausforderung eine gemeinsame Lösung erarbeiten. Ich als Arbeitnehmer kann nicht verlangen, dass von meinem Arbeitgeber mir alles vorgekaut und auf einem Silbertablett serviert wird. Ich muss mich einbringen, ich muss Ideen kommunizieren. Ich muss meine Wünsche und Bedürfnisse klarstellen. Und nur so können wir gemeinsam daran arbeiten und eine Lösung finden.